Lösen dieses Falles ist wie Schattenboxen. Tausend Fragen und keine Antworten. Cassie zum Beispiel, was wollte sie mit dem Schirm? Wenn sie keine Kleptomanin ist oder Angst vorm Nasswerden hat, warum musste sie den Schirm nehmen? Und warum dann diese Heimlichtuerei? War demnach die süße, liebe Cassie der geheimnisvolle Gast? Aber wenn ja, was war dann ihr Motiv? Das ergibt keinen Sinn. Ich habe das Gefühl, nichts an diesem Fall ergibt einen Sinn, solange ich nicht herausbekomme, was aus der Mordwaffe geworden ist. Liebling? Liebling, willst du mir was sagen? Eden, kannst du mich hören? Oh mein Gott! Eden! Eden! Ich bin bei dir, mein Schatz! Ich bin bei dir! Das ist der Zeitpunkt, zu dem du zurückkehren musst. Sieht so aus. Wie weit zurück? Ein paar Stunden. Die letzten Stunden vor Quinns Tod sind entscheidend. Ich muss wissen, was passiert ist. Können wir uns bitte beeilen? Halt, warte. Eines muss dir vorher klar sein, mein Kind. Was? Egal, was auch passieren mag und wie sehr du dir wünschst, einzugreifen, du bist nur ein Betrachter. Du kannst das Geschehen nicht beeinflussen. Bei meinen Eltern war es möglich. Dies ist keine Liebesgeschichte, hier geht es um den Tod. Aber was ist, wenn... Kein Wenn und Aber. Du kannst das Schicksal des Mannes nicht ändern. Ich nehme dich nur mit zurück, wenn du dich an meine Bedingungen hältst. Versprichst du mir das? Also gut, wie Sie wollen. Sie haben mein Wort. Gib Acht, dass du dein Wort hältst. Sie können sich darauf verlassen. Bitte, können wir jetzt gehen? Brianna? Brianna! Bitte, bringen Sie mich zurück! Ich tue auch alles, was Sie sagen. Ich hab's versprochen. Es war eindeutig, als ich sie fragte, ob sie mich hören kann, da drückte sie meine Hand. Ihr Zustand hat sich nicht verändert, Kurs. Sie hat wirklich meine Hand gedrückt, wenn ich sie Ihnen sage. Das kann eine unbewusste Bewegung gewesen sein, ein Muskelkrampf. So etwas kommt vor. Tut mir leid. Sie hat versucht, wieder aufzuwachen. Sie war kurz davor. Ich schwör's Ihnen, es muss doch irgendwie möglich sein, ihr zu helfen. Das tun Sie bereits, indem Sie an Ihrem Bett sitzen und mit ihr reden. Aber das können Sie nicht bis in alle Ewigkeit. Fahren Sie doch heim und schlafen Sie sich aus. Niemals, ich schwöre, Doktor. Sie wollte mir etwas mitteilen und ich bleibe so lange hier, bis das nochmal geschieht. Falls Sie mich brauchen, ich habe die ganze Nacht Bereitschaftsdienst.
Was soll man dazu sagen? Der Mann hat offenbar zu viel studiert. Liebling. Ich habe meine Mutter angerufen und nach den Kindern gefragt. Es geht ihnen gut. Heute haben sie den Nikolaus gesehen. Anscheinend hat unser Sohn ihm ganz schön zu beißen gegeben. Bevor der alte Herr dazu kam, auch nur den Mund aufzumachen, sagte Chip, er wünschte sich zu Weihnachten, dass seine Mami wieder gesund wird und nach Hause kommt. Der Nikolaus erwiderte, er würde sein Möglichstes tun und dann versuchte er, die Unterhaltung in Richtung Spielzeug und Fahrräder zu lenken. Aber so leicht ließ Chip sich nicht abwimmeln. Er sagte, er hätte genug Spielzeug und er wolle immer brav sein, wenn du nur zurückkommst. Sein einziger Wunsch bist du. Und meine auch, Liebling. Ich würde alles, was ich habe, für dich opfern. All mein Besitz, all meine Ambitionen, nur verlass mich bitte nicht. Glaub mir, Liebling, ohne dich fühle ich mich so verloren. Auf einmal erscheint mir das ganze Leben so sinnlos. Zu Hause werde ich fast wahnsinnig. Ich denke immerzu daran, dass du hier liegst. Wie bekomme ich dich bloß wach, mein Liebling? Ich kann versprechen, brav zu sein wie Chip, doch das habe ich schon versucht. Ich habe es versprochen, das scheint aber nicht besonders gut zu wirken. Ich schätze, mir bleibt nichts übrig, als zu beten. Dass irgendwie dein wunderbarer, eiserner Wille es schafft, den schwachen Körper zu besiegen. Ich will, dass deine Augen wieder aufleuchten. So wie früher, wenn wir beide zusammen waren. Du sollst unsere kleinen Racker wieder auf deinem Schoß halten. Du darfst nicht aufgeben, Eden. Bisschen frei. Ich halte dich dann fest. Und ich helfe dir auf dem letzten Stück. Na los, Schatz, tu irgendwas. Gib mir doch ein Zeichen. Streng dich an, dann schaffst du's. Ich bin allein. Hoffentlich schaffe ich das. Jetzt ist es 6. Das bedeutet, dass Quinn noch am Leben ist. Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Zu spät, Robert. Ich weiß Bescheid. Du bist ein verdammter Lügner. Du bist der gemeinste Schuft, den es auf der Welt gibt. Kelly, bitte trink nichts mehr. Lass mich in Ruhe. Ich trinke, wenn es mir passt. Aber nicht in Verbindung mit den Tabletten. Das macht dich krank. Krank? Mich macht etwas ganz anderes krank. Lügner und Betrüger. Und vor allem Ehebrecher. Ehebrecher stehen auf meiner schwarzen Liste ganz weit oben. Sag mal, weiß Deborah eigentlich, dass du mit ihnen ins Bett gehst? Weiß sie das? Gib mir doch mal ihre Nummer, dann kann ich sie anrufen. Hallo, Deb, hier ist Kelly. Kleine Frage von Frau zu Frau. Hatten Sie gewusst, dass wir beide von dem gleichen Kerl betrogen werden, dem unvergleichlichen Robert Barr? Kelly, ich betrüge dich nicht. Wenn du mir doch bloß Gelegenheit geben würdest, zu erklären... Robert, ich will nichts davon hören. Keine Erklärung, nichts, was du sagst oder tust, ändert was an meiner Meinung. Du bist ein Lügner. Unsere ganze Ehe ist eine einzige große Lüge. Und du kannst mich nicht vom Gegenteil überzeugen. Ich glaub dir nicht mehr. Was war das? Das werden wir gleich sehen. Thank you.
Hallo. Kann ich reinkommen? Ja. Sie hätten sich nicht fein machen müssen. Ich war bei der Cambridge-Wassergala und dachte, ich frag mal, wie es Ihnen inzwischen geht. Naja, sie ist noch nicht wieder bei Bewusstsein, aber ich denke, es dauert nicht lange. Sie hat meine Hand gepresst. Wirklich? Ja. Das ist schön. Keine Angst, sie kommt durch. Sie ist unglaublich willensstark. Ja. Ja. Wie geht es Ihnen? Ich war auf dieser blöden Party und Kelly sitzt in ihrer Gefängniszelle. Das macht mich fertig. Das glaube ich. Naja, mal sehen, was die Anhörung morgen bringt. Die können Kelly doch nicht ewig festhalten. Warum hat man die Kaution abgelehnt? Keine Ahnung, das ist mir ein Rätsel. Aber ich weiß leider auch nicht, was ich in der Sache unternehmen kann. Na, schon in Ordnung, Cruz. Sie haben hier alle Hände voll zu tun. Ja, Gott, wenn ich hier doch nur irgendwie helfen könnte. Sie haben für sie ihren Kopf hingehalten. Mehr kann man wirklich nicht verlangen. Ja, aber was hat es ihr gebracht? Ich mache mir Sorgen um sie. Sie durchlebt einen Albtraum nach dem anderen. Erst Quinn, dann das Gefängnis. Ich weiß nicht, ob sie das durchsteht. Dieser Bastard hat sie zu dem Mord getrieben. Und genügend Leute wären bereit, das zu bezeugen. Hören Sie mal, Craig. Also, ich würde mich nicht unbedingt auf die vage Theorie stützen, dass Kelly ihn tatsächlich erschossen hat. Was soll das bedeuten? Darüber kann ich nicht sprechen. Aber Cruz, wenn Sie irgendwelche Informationen besitzen, die Kelly entlasten, dann dürfen Sie sie nicht für sich behalten. Eden war unterwegs, den Mord zu gestehen, als sie mit dem Wagen verunglückte. Eden? Ja, es war Notwehr. Kelly hat das unter Hypnose bestätigt. Dann wäre doch alles klar. Nun, ganz so klar auch wieder nicht. Was jemand unter Hypnose bezeugt, lässt sich in der Verhandlung nicht als Beweismittel verwenden. Aber wenn Eden ihn ermordet hat... Oh, das muss für sie ein Horror sein. Ich kann nicht beweisen, dass es Notwehr war. Oh. Ich kann nicht mal die von Eden benutzte Pistole finden. Ich habe keine Hinweise. Augenblick mal. Die Pistole, die ich bei Kelly gefunden habe, war eine 38er, oder? Die Kugel, mit der Quinn erschossen wurde, hatte 38. Das gleiche Kaliber. Das ergibt keinen Sinn. Wenn Eden ihn erschossen hat, wieso hatte Kelly dann die Pistole in der Hand? Vielleicht hat jemand sie ihr, während sie schlief, in die Hand gelegt, um sie zu belasten. Wer? Keine Ahnung, aber das finde ich schon noch raus. Craig, ich hoffe, ich muss es nicht bereuen, sie eingeweiht zu haben. Ja, ich bitte Sie. Schon gut, schon gut. Eden hat mir geschworen, das wäre Notwehr gewesen. Ich glaube, sie sagt die Wahrheit, aber wir finden weit und breit keine Spur von Quinns Pistole. Wissen Sie, ob er eine gehabt hat? Lag eine neben ihm, als sie ihn vorfanden? Nein. Aber vielleicht ist er auf sie gefallen. Ja, vielleicht lag sie unter ihm. Auf jeden Fall hat er eine bei sich getragen, als er mich verfolgte. Und das wissen Sie genau? Ja. Und der Schlag auf den Schädel stammte von ihm? Der Himmel. Käme sonst in Frage? Ich habe keine Ahnung. Lassen Sie uns noch mal rekapitulieren. Was passierte in den letzten Minuten, bevor Sie bewusstlos wurden? Nicht begegnen, Craig. Sie müssen versuchen, den Mord zu verhindern. Ich warne dich. Oh, es tut mir leid. Ich sagte doch, das geht nicht. Ja, das sagten Sie. Doch kann ich es nicht wenigstens versuchen? So widerlich er auch gewesen sein mag, ich hatte nie die Absicht, ihn zu ermorden. Du stellst wirklich alles in Frage. Du gibst dich mit nichts zufrieden. Ein bewundernswerter Zug, mein Kind, aber... Manche Dinge musst du einfach akzeptieren. Sie haben mir doch gesagt, ich allein müsse die Antworten finden. Finden, ja, nicht aber neue schaffen.
Kann ich jetzt gehen? Eigentlich müsste ich es dir verbieten. Danke. Sieh dich vor, Eden. Ich bitte dich, sieh dich vor. Du sie nur von hier wegbringen können. Ich wünschte, du könntest es jetzt. Wer war das? Es tut mir leid, ich hätte besser auf dich aufpassen sollen. Wer auch immer eben hier war, hat sich an dem Nagel verletzt. Wie kann ich das nur Cruz sagen? Es ist zwecklos. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Ich habe die Porträts gefunden und wollte Kelly holen. Und als nächstes fand ich mich auf dem Fußboden, wieder mit einer Beule am Schädel. Das Drama hatte ich überhaupt nicht mitbekommen. Na schön, aber überlegen Sie weiter. Vielleicht fällt Ihnen irgendwann noch was ein. Hallo. Oh, guten Tag. Zwei Männer, ein Gedanke. Ja. Ich rufe Sie an. Bis dann. Danke. Hallo, Prinzessin. Ich habe Sophia ins Bett geschickt, konnte aber selbst nicht einschlafen und bin hergefahren. Wie geht es ihr? Ich glaube, sehr viel besser. Ja? Ja, wirklich. Als ich sie vorhin fragte, ob sie mich hören kann, da hat sie meine Hand gedrückt, als wollte sie ja sagen. Der Doktor ist skeptisch, er meint, es war nur ein Muskelkrampf, aber das stimmt nicht, es war anders. Ja, sie schafft es. Sie war immer eine Kämpferin. Ich hatte eine Vision. Mir schien es, als würde sich ihr Geist mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Ich spürte, wie all ihre Kräfte mir entgegenströmten, als würde sie versuchen, die Hände nach mir auszustrecken. Fast hätte sie es geschafft, aber dann plötzlich hielt sie irgendwas zurück. Eden, dein Vater ist hier. Schätzchen. Du hast vorhin einmal versucht, mir was zu sagen. Stimmt's? Du hast versucht, mich zu erreichen. Da, sie drückt meine Hand. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Sollen wir den Arzt holen? Nein, nein, noch nicht. Er glaubt uns sowieso nicht. Warten wir ab, bis sie aufwacht. Mein Gott. Bist du nicht müde? Soll ich dich für eine Weile ablösen? Oh, vielen Dank für das Angebot, aber ich möchte gern die ganze Nacht bei ihr sein. Natürlich. Um eines möchte ich dich aber bitten. Was wäre das? Craig versucht sich an möglicherweise in seinem Kopf vergrabene Einzelheiten aus der Mordnacht zu erinnern. Würdest du das bitte auch machen? Ich habe dir alles erzählt, woran ich mich erinnere. Ich bin durch das Gewitter zum Haus gelaufen und habe dort mehrere Male angeklopft, ohne eine Antwort zu bekommen. Anscheinend war keiner zu Hause. Sie ist ohnmächtig geworden. Quinn hat sie ins Bett gebracht. Warum schleichen Sie hier rum? Sie haben mich erschreckt. Ich muss dich doch auf Trab halten. Quinn hat die Pistole zurückgelegt. Wann hat er das getan? Ist das etwa, er hatte, als ich ihn umgebracht habe, gar keine bei sich? Aber Kelly hat doch unter Hypnose gesagt, dass er bewaffnet gewesen sei. Sie könnten mir ruhig mal einen Wink geben. Du musst allein hinter die Wahrheit kommen. Und wenn es noch so lange dauert. Mein Vater. Er geht um das Haus herum. Nicht weg, wie er behauptet hat. Was hat er vor? Versucht er, einen anderen Eingang zu finden? Warum hat er das verschwiegen? Er würde doch nie lügen. Es sei denn, sprich weiter. Es sei denn, er war wirklich im Haus. Ich muss herausfinden, was er vorhat. Sieh mal. Oh Gott.
muss die Pistole sein, die ich später an mich genommen und mit der ich Quinn erschossen habe. Warte, Robert. Du bist ein kleiner Dummkopf, Kelly. Robert liebt nur mich. Er hat immer nur mich geliebt. Ich liebe dich, Eden. Jedes Mal, wenn ich Kelly berühre, denke ich nur an dich. Nimm mich, Robert. Schlaf mit mir. Schlaf mit mir. Schlaf mit mir. Nein, Kelly, das stimmt nicht. Du hast Halluzinationen. Nein, tu das nicht. Bitte tu das nicht. Steh. Nein. Verstehen Sie denn nicht? Jemand versucht, Kelly den Mord an Quinn in die Schuhe zu schieben, Brianna. Das werde ich nur verhindern können, indem ich eindeutig beweise, dass ich ihn ermordet habe. Wieder zurück, Eden? Wo ist Kelly? Geht es ihr gut? Eden, hör mir einen Augenblick zu. Ich bin Robert. Er ist mein Zwillingsbruder. Er und Flame haben mich entführt. Er hat meinen Namen angenommen. Ohne die Hilfe von Cruz würde ich jetzt noch immer im Gefängnis von Louisiana vor mich hinschmoren. Und wo ist Cruz jetzt? Auf dem Weg hierher. Wo ist Kelly? Ich muss dringend zu ihr. Das Spiel ist aus, Quinn. Quinn? Ja, du hattest wohl gehofft, du könntest Kelly holen, während ich nicht hier bin. Entschuldige, dass ich deinen Plan durchkreuze. Glaub ihm kein Wort, Eden. Ich bin Robert. Das weißt du genau. Erzähl das der Polizei, Quinn. Soll ich sie rufen oder machst du das? Der Kerl ist ein Betrüger. Sehen wir uns nicht verblüffend ähnlich? Man könnte ihn tatsächlich für mich halten, wenn man uns nicht gut kennt. Ich sag die Wahrheit, Eden. Dieser Mann ist äußerst gefährlich. Er will Kelly und mich ausschalten. Moment mal, warte. Ich verstehe kein Wort. Du hast mir nie erzählt, dass du einen Zwillingsbruder hast. Ich habe nichts von ihm gewusst. Gott. Und was jetzt? Eden, wenn ich gewusst hätte, dass ich einen Bruder habe, dann hätte ich es dir gesagt. Genau darum sind Quinn und Flame ja mit ihrem Schwindel durchgekommen, weil keiner gewusst hat, dass von mir ein Doppelgänger existiert. Genial, Theater spielen kannst du. Kompliment. Eden, wäre er Robert, müsste er nicht fragen, wo Kelly ist. Habe ich recht, dann wüsste er es nämlich bereits. Er ist der Betrüger. Du weißt ich genau, wüsste auch nicht, wen ich glauben sollte. Ich würde ihr nie etwas könnte es Ihnen sagen, aber das nehme der Sache die Spannung. Haben Sie das gesehen? Da ist jemand hinter der Teppelung. Wenn Robert, Quinn und ich in der Halle sind und Kelly oben und Craig in dem Gang, wer hält sich dann dort versteckt? Schnell, das müssen wir herausfinden, Brianna. Jetzt reicht's mir. Ich habe keine Zeit für alberne Ratespielchen. Ich bin Robert und damit basta. Verdammter Dreckskerl! Hört auf! Schluss damit! Ich habe keine blasse Ahnung, was hier läuft. Ich weiß nur, dass Kelly dabei ist, den Verstand bleiben Sie hier, bitte, Brianna. Sie müssen für mich lauschen, damit ich nichts verpasse. Ich sehe nach, wer sich hinter der Teppelung versteckt. Ich bitte Sie. In Ordnung, aber wie, du verlierst wieder die Beherrschung, Kind. Ich warne dich. Noch eine Chance bekommst du nicht. Ich bin Robert. Ich schwöre dir, das ist die Wahrheit. Dann beweis es mir. Bitte glaub mir doch, er ist der Schwindler. Ich bin der echte Robert. Wie überzeuge ich dich bloß? Wieso fragst du sie nicht? Nach dem rosafarbenen Sand. Stimmt, der rosafarbene Sand. Weißt du noch? Ich hab ihm davon erzählt. Ich weiß nichts von rosafarbenem Sand. Ich auch nicht. Denn in Wirklichkeit war er blau. Erinnerst du dich nicht an den herrlichen Strand, den wir an unserem letzten Tag auf Serenas gefunden haben? An den unglaublich blauen Sand. Ich sagte noch, er wäre so blau wie deine Augen. Du wolltest etwas von dem Sand mitnehmen und als Souvenir behalten. Das habe ich ihm alles erzählt. Ach wirklich? Dann verrate uns doch, worüber ihr zwei gesprochen habt, als ihr dort lagt. Erzähl Eden von euren Zukunftsplänen. Und von den Träumen. Von euren gemeinsamen Träumen. Sag ihr, wohin du mit ihr gehen wolltest. Erzähl ihr irgendwas, denk dir was aus.
Sie merkt den Unterschied vielleicht nicht, aber ich, denn ich erinnere mich an jedes einzelne Wort. Eden. Los, holen wir Kelly. Zu spät. Das Spiel ist aus. Oh Gott, ihr Herz. Schnell, ruf den Arzt. Doktor, mit ihrem Herz. Was ist denn die? Was hat sie? Eine Tachykardie. Nach dem Blutdruckinfusion. Ja, Doktor. Wieso haben Sie mich von dort weggeholt? Ich habe gegen keine Regel verstoßen. Das sag ich auch nicht. Ich war so nah dran. Das ist ein Notfall, Kind. Warum? Was ist denn? Mein Körper hat ein Problem. Er braucht deine Hilfe. 70 zu 48. Eben war noch alles in Ordnung. Würden Sie bitte draußen warten. Ich versuch's mit Schlagadermassage, Schwester. Was soll ich denn nun tun? Das wirst du selbst am besten wissen. Ich habe entsetzliche Angst. Du schaffst es. Du musst nur spüren, was dein Körper jetzt am dreht. Bitte braucht. Hören Sie auf mit Ihren Spielchen. Helfen Sie mir. Ihr seid die Experten. Erst für das Technische verantwortlich, du für den Rest. Puls 141. Ziehen Sie das über. Ja, doch. Oh Gott, was mache ich denn jetzt nur? Sagen Sie mir, was ich tun soll, Brianna. Besinn dich auf das Wesentliche. Denk an die, die dich lieben. Eure Liebe ist sehr stark. Sie gibt dir Kraft. Lass diese Kraft in deinen Körper fließen. Worauf wartest du? Mit diesem Ring nehme ich dich zum Mann und gebe mein Leben in deine Hand. Mit diesem Ring nehme ich dich zur Frau und leg mein Leben deine Hand. What I wanna say to you means so much to me, 'cause I know. I know.
warten Sie. Ihr Herz beruhigt sich. Nicht aufhören. Sie ist wieder unter 70 und ganz von selbst. Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ihr Herz schlägt wieder normal. Wie erklären Sie sich das? Dafür kommen mehrere Ursachen in Frage. Wir müssen Sie weiter beobachten. Gut gemacht, Eden. Das war Cruz, aber auch mein Vater. Ich habe ihre Liebe zu mir weitergereicht. Danke dafür, dass Sie mir geholfen haben. Ich bleibe noch einen Moment hier. Ich kann nicht immer helfen, aber wenn es drauf ankommt, tue ich es gerne. Ich auch. Mein Schwiegersohn verbringt wohl die ganze Nacht. Kann ich jetzt wieder gehen? Ja, nur versprich mir, meine Spielregeln nicht zu missachten. Versprochen. Im Augenblick scheint Ihr Zustand stabil zu sein. Hoffen wir, dass es so bleibt. Ja. Schatz, sobald ich weiß, was geschehen ist, komme ich wieder. Das verspreche ich dir. Oh Gott, wieso kann ich dir nur nicht sagen, dass alles gut werden wird? Wenn ich dir das bloß klar machen könnte. Soll ich über Nacht bei der Patientin bleiben? Nein, Schwester, das wird wohl nicht möglich sein. Versetzen Sie mich jetzt in dieselbe Zeit, in der wir uns eben befanden, ja? Ich werde mich bemühen, aber ich begleite dich. Wiedersehen. Ich habe den Unbekannten vorhin knapp verpasst. Wer auch immer es war, ist Ihnen nicht irgendjemand über den Weg gelaufen? Nein. Was willst du jetzt machen? Ich weiß es nicht. Weiter meine Augen und Ohren offen halten. Geht es dir gut? Was ist mit Craig passiert? Wo steckt der Kelly? Wir hatten doch abgemacht, dass ihr hier bleibt. Du und Craig und Robert, ihr seid alle hinter mir her. Aber nein. Komm, wir müssen dich ins Krankenhaus bringen. Ich rufe einen Krankenwagen. Verdammt, die Leitung ist tot. Ich muss dich selbst hinfahren. Also komm. Nein! Bitte, Kelly, du bist krank. Du stehst unter Drogen. Wir müssen dich schnell zu einem Arzt bringen. Nein, ich will keinen Arzt. Ich will nicht weg. Lass mich einfach in Ruhe. Es ist gleich 9:30. Was war das? Das weiß ich nicht. Robert! Ich seh mal nach. Warte hier. Und rühr dich nicht vom Fleck. Der Mord. Das kannst du nicht ändern. Hören Sie, wenn nicht, schade ich keinem. Wenn doch, kann ich Quinn das Leben. Bitte zwing mich nicht zu irgendwelchen Maßnahmen. Lassen Sie mich los, Brianna. Sie sind noch hier? Leider, ja. Der Wagen streikt. Ich habe ein Taxi gerufen. Ich kann Sie fahren. Nein, Sie gehören hierher, zu Cruz und Eden. Ich wünschte nur, meine Anwesenheit würde etwas nützen. Ich komme mir so hilflos vor. Keine Angst, Sissy. Ich weiß, Eden fühlt Ihre Liebe und dass Sie bei ihr sind. Ich möchte gern mehr für Sie tun. Eden ist wahnsinnig stark. Sie kommt bestimmt durch. Das ist im Augenblick nur ein schwacher Nein. Trost, aber... Sie trösten mich sehr. Ich weiß das zu schätzen. Sie haben in letzter Zeit viel für meine Familie getan. Ich würde jederzeit wieder so handeln. Dieser verfluchte Timmons versucht, meine Familie kaputt zu machen. Mit den schlimmsten Methoden, aber ich kann ihm nicht das Handwerk legen. Er hat sich zusammen mit dem Amt auch das Schweigen und die Loyalität einiger Leute erkauft. Und Kelly hat darunter zu leiden. Sie halten sie wirklich für unschuldig, oder? Ich bin der Meinung, dass sie für den Mord einen triftigen Grund gehabt hätte. Aber das ist noch kein Beweis für ihre Schuld. Quinn wollte sie umbringen, Craig. Manchmal driften Wahrheit und Gesetz auseinander. Zumindest, wenn Timmons beteiligt ist. Armes Kind.
Sie leidet mehr, als ein Mensch ertragen kann. Hat sie nicht schon genug durchgemacht? Ich bemühe mich, hinter dem Ganzen einen Sinn und Zweck zu erkennen, aber es gelingt mir einfach nicht. Ich kann es nicht. Die Anklage gründet sich einzig und allein auf Indizien, auf Anhaltspunkten. Deswegen macht Timmons Druck und versucht, Kelly zu einem Geständnis zu zwingen. Es gibt Möglichkeiten, ihm das Handwerk zu legen, ihn zum Schweigen zu bringen. So, was meinen Sie damit? Timmons ist nicht mutiger als andere Männer. Er ist genauso leicht einzuschüchtern. Ich kenne Leute, die davon leben, anderen Angst einzujagen, sie zu zerbrechen. Ich habe selbst lange Zeit zu diesem Pack gehört. Ja, aber Sie erwecken den Eindruck, dass Sie mit der Vergangenheit abgeschlossen haben. Richtig. Ich will nie wieder in dem Sumpf landen. Aber wenn ich Kelly damit aus dem Gefängnis holen kann, werde ich das Risiko eingehen. Ich glaube, Sie lieben sie wirklich. Mehr, als Sie sich je vorstellen können. Hören Sie, es ist mir egal, was Sie von mir halten. Ob Sie mich mögen oder nicht mögen. Ich biete Ihnen bloß eine vernünftige Lösung an. Ganz wohl ist mir dabei nicht, aber ich kann nicht mit ansehen, wie er Kelly fertig macht. Warum bitten Sie mich dann um meine Erlaubnis? Weil Sie Kellys Vater sind. Ich würde gerne einen Fuß in der Tür zu dem neuen Leben behalten, das ich mir aufgebaut habe. Sie behalten beide Füße drin. Lassen Sie die Finger von dem Plan. Wenn jemand Timmons das Genick bricht, dann ich. Niemand sonst. Ich sag dir doch, eine weitere Chance bekämst du nicht. Haben Sie nicht gesehen, was passiert ist? Jemand stand mit seiner Waffe hinter der Vertäfelung und hat unmittelbar vor mir geschossen. Er war der Mörder. Er hat ihn umgebracht. Das ist nebensächlich. Nebensächlich? Das ist die Wahrheit, nach der wir gesucht haben. Verstehen Sie nicht? Das bedeutet, dass ich nicht Quinns Mörderin bin. Ich verstehe sehr gut. Das Herausfinden der Wahrheit genügte dir offenbar nicht. Du hast ihm schändlicherweise mein Vertrauen missbraucht. Du hast versucht einzugreifen, obwohl es dir verboten war. Ich bitte um Verzeihung, dass ich einen Menschen retten wollte. Ich stehe wohl nicht so erhaben über allen Dingen wie Sie. Du willst nicht einsehen, dass uns allen Beschränkungen auferlegt sind. Ich habe versucht einzugreifen, weil Sie mir keinen vernünftigen Grund genannt haben, der dagegen sprach, Quinn zu retten. Sie haben es mir einfach und verboten. Und trotzdem hast du es versucht. Das hat schwerwiegende Konsequenzen. Brianna, ich habe doch gar nichts geändert. Er ist tot. Sie haben gesiegt. Ich hatte keine Gelegenheit, den Tod zu verhindern, also können wir uns ruhig zurückversetzen und nachsehen, wer hinter der Vertäfelung stand. Tu, was du tun musst. Brianna, ich kann das nicht ohne Sie. Ich brauche Ihre Hilfe, um den Mörder zu finden. Allein kann ich das nicht schaffen. Ohne Ihre Hilfe kann ich keine Zeitsprünge machen. Etwas Unglaubliches entdeckt. Der große Unbekannte im Haus hat Quinn umgebracht. Er oder sie hat einen winzigen Augenblick vor mir geschossen. Ich konnte es sehen. Ich kann dir nur nicht sagen, wer derjenige war. Alle haben gelogen. Daddy ist nicht gleich wieder gegangen, wie er behauptet hat. Cassie hat noch nicht mal erwähnt, dass sie im Haus war. Ich war kurz davor, herauszufinden, wer der Mörder war. Doch leider musste ich weg, bevor es dazu kam. Eines möchte ich dir gern sagen. Ich danke dir für dein Vertrauen, Liebling. Du hattest recht, ich war es nicht. Eden,
Schreiblinge. Eden. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.